Ein uralter Mann geht mit seiner jungen Freundin in ein Hotel. Der Pförtner checkt die beiden ein, gibt ihnen den Schluss für das Zimmer und grinst. Der alte Mann wird morgen beim Frühstück bestimmt total erledigt sein, denkt er sich. Doch im Gegenteil, während der Opa am kommenden Morgen völlig gut gelaunt und fit zum Frühstück erscheint, kann die junge Frau kaum noch laufen. So geht das 2 Wochen lang, jeden Morgen, wieder und wieder. Am Tag der Abreise spricht der Pförtner endlich die Dame an. Sie waren jeden Tag völlig erledigt. Ich hätte das eher von ihrem Mann erwartet, sagt er. Darauf die junge Frau. Als ich ihn kennenlernte, sagte er mir, er hätte 30 Jahre lang gespart. Und ich, Idiotin, habe gedacht, er spricht vom Geld.